Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid für unser heutiges Projekt, das ich jetzt persönlich in dem angesagten Schwarz-Weiß-Look arbeiten werde. Ihr natürlich die Farben eurer Wahl benutzen könnt. Braucht ihr Quetschperlen oder Quetschröhrchen, Ringel mit einem Durchmesser von ca. 5 mm, zwei Ringel mit einem Durchmesser von ca. 8 mm, einen Karabinerverschluss, zwei Endhülsen zum Einkleben mit einem Durchmesser von ca. 3-4 mm, ein Verlängerungskettchen mit einer Länge von ca. 5 cm, wenn ihr habt, zweimal Drahtschutz, es geht aber auch ohne, eine schmale Kette mit einer Länge von ca. 30 cm und einen Durchmesser oder eine Dicke von ca. 1 mm, einer etwas stärkeren Kette mit der gleichen Länge und eine Breite, die hat jetzt 4 mm. Das ist euch aber ganz überlassen. Verschiedene Anhänger, Perlen eurer Wahl, Nylonband oder Baumwollband oder auch Lederband mit einer Stärke von ca. 1 mm. Schmuck oder Juwelierdraht, Strasssteinkleber oder auch Sekundenkleber. Etwas Bindfaden als Helferchen und natürlich zu guter Letzt noch eure Zangen und den Seitenschneider. Das Armband besteht ja aus mehreren Einzelsträngen und den ersten wollen wir jetzt zusammen basteln. Dazu schneidet ihr euch von eurem Nylon, Baumwoll oder Lederband ein 60 cm langes Stück zu. Habt ihr das gemacht, halbiert ihr das Ganze und legt es in der Mitte zusammen. Nehmt euch euer dünnes Kettenstückchen und legt euch das daneben. Und jetzt benutzt ihr euren Bindfaden als Helferchen und wickelt da erstmal einige Male um die Spitze herum. Knoten rein und dann wird das Ganze in die Endhülse geklebt. Das Ganze lasst ihr jetzt ca. 30 Minuten trocknen. In der Zeit, in der das erste Element trocknet, können wir schon mal das zweite Schnurelement herstellen. Und zwar brauchen wir dazu unsere Schmuckperlen, Drahtschütze oder unseren Drahtschutz, besser gesagt, den Juwelierdraht, euren Seitenschneider und die Anhänger. Als ersten Schritt macht ihr an die Ösen der Anhänger erst einmal die Ringe fest. Ich habe mir das Ganze jetzt schon mal so ein bisschen hingelegt, damit ich weiß, wie viele Perlen ich benutzen muss und brauche. Rechnet für den Verschluss mit Gegenverschluss ca. 3,5 cm ein, wenn ihr die großen 8 mm Ringel benutzt. Ansonsten entsprechend kürzer. Das Armband soll eine Gesamtlänge von ca. 18 cm haben. Das heißt, ihr fädelt auf eine Länge von 14,5 cm eure Perlen und eure Anhänger auf. Seid ihr nicht sicher, wenn ihr das Armband verschenken möchtet, wie der Armumfang ist, dann auf jeden Fall, das hatte ich ja auch schon gesagt, am besten immer ein Verlängerungskettchen mit anbringen, dann ist der Träger variabel in der Länge. Und jetzt kann es auch schon losgehen. Ihr beginnt damit, dass ihr auf den Draht erstmal ein Quetschröhrchen oder eine Quetschperle fädelt und danach den Drahtschutz. Legt den Draht also um den Drahtschutz herum und gebt ihn dann zurück durch die Perle, zieht das Ganze fest und quetscht die Perle zusammen. Habt ihr jetzt diesen Drahtschutz nicht, dann ist das eigentlich auch kein großes Problem. Dann achtet einfach nur darauf, dass wenn ihr eure Ringe benutzt, dass ihr die schließt und oval, und zwar so oval, dass die Öffnung des Ringels an der breiteren Seite liegt. Denn dann hängt der Draht immer an diesen Außenseiten und die Gefahr, dass er sich ausfädelt, ist sehr, sehr gering. Und als nächstes werden die Perlen und die Anhänger aufgefädelt.
Habt ihr jetzt eure Perlen zu Ende aufgefädelt, dann schiebt ihr die Perlen an das Ende der ersten Verschlussvariante, die wir hier gemacht haben, und steckt auf jeden Fall den überschüssigen Draht noch mit in die Perlen ein. Das gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Stabilität. Auf der anderen Seite machen wir den Verschluss genauso fest. Das Ganze zurück durch das Quetschröhrchen oder die Quetschperle. Steckt das Drahtende wieder durch ein oder zwei von den Perlen und zieht das Ganze fest. Und zum Schluss könnt ihr die Quetschperle wieder zusammenquetschen. Den überschüssigen Draht schneidet ihr einfach ab. Wenn wir das soweit haben, können wir jetzt an die eine Seite mit dem 8 mm Ringel den Karabiner anbringen und auf der anderen Seite einfach nur den 8 mm Ringel. Und schon ist das zweite Element ebenfalls fertig. Das dritte Element ist genauso einfach. Das ist nämlich einfach nur eure etwas stärkere Klette, die ihr in der Länge kürzt, die ihr braucht, und einfach nur in die großen Ringel einhängt. So, ist das Ganze jetzt hier getrocknet, dann können wir die drei Schnüre jetzt miteinander verflechten. Genauso wie man ein Zopf flicht, so verflechten wir jetzt diese drei Schnüre miteinander. Um herauszufinden, wie lang und wie weit ihr flechten müsst, könnt ihr das Ganze immer mal wieder anhalten an euer Armband und entsprechend nachmessen. In meinem Fall ist es jetzt ausreichend. Jetzt kommt wieder euer Bindfaden zum Einsatz. Ihr wickelt wieder Bindfaden um das Ende herum und fixiert damit die drei Fäden bzw. die beiden Fäden und die Kette miteinander. Einige Male umwickeln, schön festziehen und dann einen Knoten machen und dann könnt ihr das Ganze da oben auch schon abschneiden. Und wie schon auf der einen Seite, gebt ihr wieder Strasssteinkleber oder Sekundenkleber in die Hülse hinein. Seht zu, dass sie gut gefüllt ist, auch am Rand. Dann könnt ihr die Enden hier auch nochmal ein bisschen einstreichen mit dem Kleber. Dann in die Hülse stecken und auch wieder eine halbe Stunde mindestens trocknen lassen. Und wenn das Ganze getrocknet ist, dann hängt ihr es ebenfalls an den äußeren Ringel der rechten und linken Seite an. An der einen Seite gebt ihr noch das Verlängerungskettchen mit ein und euer Armband ist fertig.